Ich habe einen wilden Schneeleoparden. Was? Ein Bob? Sag mal hallo. Das ist kein Bob, ne? Oh, Schatz. Ja, warte. Voller Haare, Freunde. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo, liebe Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu einer neuen Folge Planet Zoo. Wir spielen es endlich mal wieder. Yay! Lange haben wir es nicht gespielt. Und ich habe gedacht, ja, es muss mal wieder sein. Ich hatte nämlich auch selber sehr viel Bock. Und ich sage euch eine Sache direkt vorweg. Ich habe keinen Plan mehr, wie dieses Spiel funktioniert. Ich habe so lange nicht mehr gespielt, aber ich habe so Bock drauf, es mal wieder zu spielen. Deswegen wird es einfach mal wieder dringend Zeit. Ich habe ein bisschen rumgeguckt, also beziehungsweise jetzt hier nicht rumgeguckt, wie es funktioniert, aber ich habe so ein bisschen so ein paar Let's Plays nochmal geschaut und habe mir das nochmal so ein bisschen angeguckt, wie es denn nochmal irgendwie in etwa ging, aber ich habe keinen Plan. Wir starten einfach rein mit einem neuen Zoo und ich habe mir dieses Pack gekauft mit den Aquatik-Sachen, also alles, was mit Wasser zu tun hat. Da gibt es, glaube ich, auch Pinguine und dergleichen. Also schöne neue Dinge, die wir jetzt hier ausprobieren können. Ich bin sehr gespannt, wo das hinführen wird. Das wird auf jeden Fall schon schief, sehe ich gerade, aber das ist nicht so schlimm. Mein innerer Monk lässt das jetzt ausnahmsweise mal zu. Ja, ich habe auf jeden Fall mal wieder Bock auf Planet Zoo und ich weiß, dass ihr da auch Bock drauf hattet. Ein paar von euch haben mir geschrieben und mich gefragt, ob ich nicht mal wieder Lust habe auf eine Runde Planet Zoo. Und ja, ich habe Lust auf eine Runde Planet Zoo. Ich habe, wie gesagt, gar keinen Plan mehr, wie es funktioniert. Wir spielen eine Herausforderung im Offline-Modus. Das heißt, ich kann hier noch nicht mit Tieren handeln, weil ich noch kein Tierhandel-Dingens habe. Jetzt muss ich mich hier erstmal durchklicken. Also seid mir nicht böse, wenn wir jetzt hier wieder quasi von neu anfangen. Für mich ist das quasi jetzt gerade ein neues Spiel. Und wir werden mal gucken, wo das Ganze uns hinführt. Hier ist doch schon mal so ein Handelszentrum. Das brauchen wir auf jeden Fall. Ich will aber gerne, dass das so ein bisschen abgeschieden ist. Also, dass die nicht so direkt, wenn man reinkommt, direkt so Handelszentrum. Mehr sieht man hier leider nicht. Dass man hier so ein bisschen, warte mal, da könnte man vielleicht auch einen anderen Weg nehmen. Dass man weiß, okay, hier ist so quasi die Handelsroute. Ja, also hier sind quasi die Mitarbeiterräume und dergleichen. Oh, das ist alles so schief, um Gottes Willen. Oder ist das überhaupt schief? Weiß gar nicht. Ich komme auch gar nicht mehr mit der Steuerung klar, wenn ich ehrlich bin. Warte mal, wir machen das nochmal weg hier. Ich würde schon gerne irgendwie, dass das so ein bisschen ordentlich ist. So gerade. Ja, ich glaube, so ist es gerade. So, dass man da wenigstens sieht, okay, da geht ein anderer Weg entlang. Für die ganzen Gebäude, die mit Tieren so jetzt nichts zu tun haben. Boah, ich habe die ganze Katzenhaare im Gesicht, weil sie so feine Mini-Katzenhaare hat. So, ein Handelszentrum brauchen wir auf jeden Fall zuerst. Ich würde das jetzt einfach mal ganz spontan hier so hinstellen. Ich glaube, das ist ganz gut. Machen wir das einfach mal dahin. Ein Handelszentrum brauchen wir. Was brauchen wir noch? Ein Forschungszentrum brauchen wir auf jeden Fall auch. Mitarbeiterraum brauchen wir auch. Den stelle ich schon mal auf, weil ich weiß, dass wir den brauchen werden. Wie drehe ich denn hier nochmal Dinge schneller? So nicht, so nicht. Hilfe, hallo. Was will ich? Oh, jetzt habe ich es ganz gelöscht. Mitarbeiterraum klein. Ah, so drehe ich Dinge schneller. Okay. So, dann kommt der mal hier so dran, würde ich jetzt mal behaupten. Ist ganz gut. Ich weiß, es wird jetzt wahrscheinlich alles nicht schön werden. Oh, ich habe diese ganzen Katzenhaare im Gesicht. Es nervt. Auf jeden Fall wird es jetzt nicht so wunderschön werden. Aber das kriegen wir schon irgendwie. Das kriegen wir schon irgendwie geschaukelt. Ich freue mich auf jeden Fall auf die neuen Tiere. Und bin sehr gespannt, was uns da so erwarten wird. Hier gibt es schon mal einen Strauß. Mit dem Strauß weiß ich nicht, ob ich mit dem Strauß anfangen will. Ich will auf jeden Fall mit irgendwas Einfachem anfangen, was nicht ganz so viel Liebe gebrauchen kann. Erdferkel finde ich ganz süß eigentlich. Oh, das hier mit diesen Pflanzen, wie ging das nochmal? Das war immer mit irgendwas verkaufen, ne? War das gut, dass ich das so gemacht habe? Ich weiß nicht. Ich will auch nicht so ein Sandbox spielen, also ich will schon so ein bisschen eine Herausforderung haben. Ich würde sagen, wir fangen mit so Erdferkeln hier an, oder? Finde ich eigentlich ganz witzig. Warte mal, ich muss mal eben hier Zoopedia gucken, was die alles so brauchen. Natürlicher Lebensort. Die brauchen 330 Quadratmeter, keine Kletteranforderung, Wasserforderung brauchen die auch nicht, Tiefwasseranforderung brauchen die auch nicht, 16 bis 42 Grad
und der Zaun muss Grad 2 sein. Biome, Graslandschaft und Tropen. Dürften wir hinkriegen. So, warte mal. Der Zaun muss Grad 2 sein. Da gucke ich mal eben. Sicherheitsstufe 3. Glas will ich auf jeden Fall auch haben. Das ist auch 3. 3. 1. Das ist 2. Finde ich aber auch hässlich. Finde ich auch hässlich. Finde ich schön, aber ist ein bisschen too much. Ich glaube, wir nehmen erstmal Holz, oder? Holz und Glas, würde ich sagen. Wir machen so eine Mischung aus Holz und Glas. Warte mal, dann würde ich hier schon fast überall Glas sagen, weil hier sind ja Leute. Ist das jetzt? Ist das jetzt Holz? Hey! Ah. Oh Gott, ich komme überhaupt nicht klar. Ah, okay. Jetzt machen wir Glas. Also Glas finde ich schon schöner, weil dann können die Leute auch was sehen. Ich glaube, das wird schon wieder viel zu groß hier, dieses Gehege. Ich glaube, das ist tatsächlich schon groß genug. Wir gehen mal jetzt hier einfach, sollen wir einfach mal so quer hochgehen. Einfach mal hier so quer hoch. Und schließen hier so quer ab. Um Gottes Willen, es wird so hässlich. Es sei mir bitte verziehen, dass es alles so hässlich wird. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Aber ich würde da gerne noch Glas haben. Gerne Glas haben. Will nur hier Glas haben. Hallo, Alter. Ja, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Das nehmen wir mal so. So, wie kann ich jetzt feststellen, wie groß das alles hier ist? Kann ich das nicht irgendwie anklicken oder so? Also ich brauche auf jeden Fall jetzt noch eine Tür, das weiß ich. Damit man da rein und raus kommt. Gehege, Eingang. Hölzerner Gehegeeingang, ich denke, der passt am besten. Machen wir den hier oder machen wir den lieber hier? Ich glaube, ich würde den jetzt lieber hier machen. Ne, so, hier. Damit man da gleich direkt auf den Weg kommt. So, wartet mal. Jetzt müssen wir dann natürlich noch einen Weg machen. Ich gehe mal einfach weiter hier so rum. Und dann kann man von da aus gleich den Weg da dran machen. Ich mache den mal schmaler. So, dann kommen die da auf jeden Fall rein. Das ist schon mal gut. Du brauchst eine Werkstatt. Du brauchst einen Quarantänebereich. Forschungs- und Tierpfleger. Du brauchst eine Tierpflegerhütte. Mitarbeiterraum klein. Hat keinen Strom. Okay. Ah, jetzt sehe ich es. Okay, jetzt kann ich, glaube ich, auch sehen, wie groß das Ganze ist. Ne? Oh ja, das ist... Das ist sehr ausreichend. Also ist schon sehr groß für Erdwerke sogar. Aber nun gut. So, Biom. Was war das nochmal? Eben nochmal hier auf Erdwerkelchen. Also wir hätten jetzt auch noch die Chance, was anderes reinzutun. Aber ich würde jetzt... Jetzt sind hier keine Erdwerkel mehr, oder was? Wo sind die Erdwerkel? Keine Erdwerkel mehr? Oh. Oder sollen wir sowas hier nehmen? Oder sollen wir ein Warzenschwein? So ein Pumba. Ist auch süß, ne? Guck mal, nehmen wir ein weibliches. Ich nehme das mal auf und das mal auf. Dann haben wir ein weibliches und ein männliches. Und ich denke, da werden dann ja auch noch Babys kommen. Gut, nehmen wir das Warzenschwein. Haben wir uns jetzt dafür entschieden. Auch gut. Finde ich auch süß. Die Katze. Die Katze macht wieder diesen. Ich gehe mal eben... Warte mal, wo kann ich denn jetzt hier Zoopedia machen? Schnellhandel an Zoo senden. Ja, da brauchst du gar nicht quengeln, wenn du da oben bist. Tut mir leid. Sag ich dir ehrlich. Ich sehe es gerade in der Kamera, wie sie da oben rumklettert. So. Wo mache ich es jetzt? Wo gehe ich jetzt hier auf Dingensbummens? Zoopedia. Tiermarkt. Miet, was machst du da oben? Warum bist du denn da hochgeklettert? Wie kann ich hier auf Zoopedia gehen? Warzenschwein, da. Tierwohlbefinden, Crew, bla 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 bla. Zoopedia.
Warzenschwein. Liebe ich ja schon. Ja, das ist auch auf jeden Fall groß genug. Grad 2 reicht da auch. Und die haben Graslandschaft und Tropen. Okay. Gehen wir mal auf Natur oder Gehege. Wo war es? Zusatzinhalte. Favorisieren. Nee, machen wir mal Filter. Eigenschaften. Art. Hier könnten wir mal Warzenschwein eingeben. Gucken, was dann kommt. Nee, doch da. Warzenschwein, okay. Also Futter, Trog, groß brauchen wir. Stellen einfach mal da ab. Was ist das? Gehege, Schlafmöglichkeit, Blätter. Extra groß. Mittel. Machen wir mal die Blätter groß hier hin. Können die da drin Haya-Bubi machen? Heizkörper brauchen wir nicht. Wassertrog, Wasserschüssel. Groß. Stellen wir auch mal hier hin. So, jetzt müssen wir noch die Landschaft anders machen. Biome. Was hatten wir jetzt gesagt? Graslandschaft und Tropen? Oder was Tundra? Nee, ich glaube, es war Graslandschaft und Tropen. Oder? Bin schon wieder raus. Hey Freunde, ich muss mir das mal merken. Graslandschaft und Tropen. Ja, war richtig. So, also Natur. Graslandschaft und Tropen haben wir jetzt, glaube ich, eingegeben, ne? Oder was bei Einrichtung? Ne, war bei Natur. Eigenschaften. Biome, Graslandschaft und Tropen. Sehr gut. Aber wir müssen, glaube ich, hier das Gelände noch anders machen, oder? Das kann man doch auch irgendwie anstreichen. Gras lang. Ich bin so überfordert, ich bin so raus aus diesem Spiel. An Zoo senden. Machen wir mal. Tun wir das mal hier hin. Und das an Zoo senden auch hier hin. Dann lassen wir es erstmal rein und gucken dann einfach, wie sich das verhält mit dem Warzenschwein. Mitsu, kommst du da oben aber zurecht, oder? Weiß jetzt wieder nicht, wie du da jetzt wieder runterkommen sollst, ne? Aha, geht doch. So, jetzt müsste das eigentlich gleich hier hingeliefert werden. Wo auch immer die Leute gerade sind. Ich glaube, wir brauchen jetzt auch noch hier so ein Dings, ne? Bin ich überhaupt in der Aufnahme? Ja. Quarantänebereich. Mitarbeiterraum haben wir, Handelszentrum haben wir, Forschungszentrum brauchen wir nicht. Tierarztpraxis. Tierpflegerhütte, die brauchen wir auf jeden Fall. So. Eigentlich brauchen wir das alles, oder nicht? Also ist ja eigentlich überhaupt so gesprungen, ob wir es jetzt machen oder später. Wir brauchen es am Ende des Tages sowieso. Deswegen würde ich jetzt sagen, stellen wir die einfach alle mal auf. Forschungszentrum und so einen Quarantänebereich brauchen wir auf jeden Fall auch. Handelszentrum haben wir, Mitarbeiterraum haben wir, Quarantänebereich. So, und jetzt brauchen wir da auf jeden Fall Strom. Wasseraufbereiter. Da, den brauchen wir. Ich stelle jetzt einfach mal hier hin. Ich hoffe, das läuft. Komme ich hier wieder aus dieser Ansicht raus? So. Ich hoffe, das läuft. Jetzt brauchen wir... Ach so, Mitarbeiter müssen wir ja auch mal einstellen. Das wäre nicht schlecht. Ein Zoopfleger. Dann brauchen wir einen Tierpfleger. Dann brauchen wir einen Techniker. Und wir brauchen einen Tierarzt. Das ist auf jeden Fall schon mal wichtig. Und ich glaube, der hier, der arbeitet jetzt direkt. Ich glaube, der nimmt sich jetzt direkt vor, die Tiere ins Gehege zu bringen. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich glaube, da hat er das Tier, oder? Gott, der ist so voll motiviert. Ich will arbeiten. Er denkt sich so, bester Arbeitsplatz ever. Obwohl ich auch gerne in einem Zoo gearbeitet hätte, muss ich ehrlich sagen. Also da sehe ich mich auch einfach. In einem Zoo. Weiß nicht, wie das bei euch ist. Dieses Gehege sieht einfach so scheiße aus. Wenn ich ein Tier wäre, ich hätte gar keinen Bock hier zu leben. Aber das machen wir schon. Das kommt mit der Zeit. Da muss man vielleicht auch erstmal reinwachsen. Vielleicht sollte ich auch erstmal so privat spielen, damit ich ein bisschen klarkomme. Da ist es!
Unser erstes Pumba. Nassor. Wohlbefinden ist so 7. Lebensqualität ist nicht so gut, weil Futterbeschäftigung nicht und Spielzeugbeschäftigung nicht. Okay. Das ist kein Problem. Denn da können wir uns drum kümmern. Ich mach mal hier Gelände. Gras kurz ist schlecht. Also machen wir mal Gelände. Gras lang, Gras kurz. So, jetzt müsste das hier schon besser werden. Ja, wird's auch. Sehr gut. Machen wir hier mal überall das Gras weg. Weil Gras lang wollen die gar nicht so viel haben. Die wollen lieber kurzes Gras, sehe ich gerade. Um Gottes Willen, ich komme schon mit Wildschweinen nicht klar, ne? Also ich will gar nicht wissen, ach mit Wildschweinen, mit Warzenschweinen nicht klar. Ich will gar nicht wissen, wie das läuft, wenn, ein bisschen Erde wollen die. Die verteilen wir mal hier so ganz dezent überall so ein bisschen. Das sind ja auch eher so Wühler. Ich will gar nicht wissen, wie das läuft, wenn ich hier mal so Pinguine und sowas habe. Aber gut, jeder fängt mal klein an. So, das wollten die auf jeden Fall so haben. Erde können wir ruhig noch ein bisschen mehr machen. Felsen wollen sie auch. Mal so ein bisschen hier und hier so ein bisschen. Kann das so ein bisschen schattieren, ne? So ein bisschen künstlerisch auch angehaucht. Finde ich gut. Dann haben wir das auf jeden Fall schon mal. Also das ist jetzt gegeben. Stabiler Rückzugsort ist noch nicht gegeben. Auch kein Thema. Holzrückzugsort. Oh, das ist immer so riesig groß. Das will ich gar nicht so groß haben. Boah. Oh. Das ist ja noch größer hier. Das ist ja alles so riesig. Ich würde jetzt erstmal behaupten, dass das hier reicht, oder? Das würde ich tatsächlich... Wartet mal. Soll man ein bisschen dezenter drehen? Muss ich das direkt so komplett drehen? Ach so, kann ich da durchgehen? Ah, okay. Drehen kann ich das nicht. Wie geht es? Wie geht es? Wie geht es? Okay, 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 okay. Auf, da kann ich es auch nicht drehen. Warum kann ich es hier nicht drehen? Willst du einfach nur drehen, Freunde? Kann ich es immer nur so komisch gehackt drehen? Egal. Will ich jetzt erstmal so dahin stellen. So, einen stabilen Rückzugsort haben sie jetzt auch 100%. Das ist alles gegeben. Futterbeschäftigung brauchen sie jetzt noch und Spielzeugbeschäftigung. Wird sie Warzenschwein schon eingegeben wahrscheinlich, ne? Warzenschwein ist, glaube ich, schon drin. Ja. Ich habe noch keine Futterbeschäftigung, so wie das aussieht. Futterwasser. Futterstelle habe ich, Wasserstelle habe ich, aber noch keine Beschäftigungsart. Ich würde das gerne dann nochmal so ein bisschen schöner, gemütlicher machen, weil das irgendwie so ungemütlich aussieht. So, bisschen dies, bisschen das. Finde ich schon mal gut. Spielzeugbeschäftigung. Muss ich das nicht irgendwie erforschen? War das nicht irgendwie so? Veterinärforschung. Ah, so. Dann forschen wir da schon mal dran. Was ist das? Lebensqualität durch Futter? Futterfreischaltung. Okay, das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Ich wollte eigentlich... Machen wir den mal. Was kann der mal erforschen? Da kann man hier aquatisch erforschen. Sowas haben wir noch gar nicht. Läden und so. Futterbeschäftigung, ja, habe ich jetzt leider nicht da. Deswegen kann ich da leider noch nicht mit dienen. Aber guckt euch an, wie süß unsere Schweine sind. Schaut. Süß. Wie sie grunzen. Cool, das ist auch schon ein Highlight hier für die Leute. Guckt, wie sie da alle stehen und sich denken, wow. Warzenschweine in einem Zoo. Noch nie gesehen. Einfach so, stell dir mal vor, man würde einfach so... Ach, Bepflanzung ist so schlecht. Ja, okay. Stell dir mal vor, man würde einfach so in den Zoo gehen. Und das Einzige, was man dort sieht, ist einfach Warzenschweine. Mehr gibt es hier nicht. Ja, übertreib mal die Lage mit diesem Riesenbaum. Was ist das denn?
Das ist alles zu groß. Ich will nicht sowas Großes. Ich will sowas Kleines, Hübsches hier. Sowas. Sowas, damit die sich hier so ein bisschen zu Hause fühlen. Ich finde, so ein Baum macht schon einiges aus, ne? Das sieht schon direkt irgendwie freundlicher aus. Habe ich hier Eigenschaften, Biome hatte ich hier drin, ne? Ja gut, dann ist das ja schon gefiltert, dann müsste das ja alles stimmen. Hier einfach mal noch so ein paar kleine Büschlis. Damit die sich hier nicht so nackig fühlen, wenn die hier so... Oh nein, jetzt habe ich das da drauf gesetzt. Wenn die hier so chillen, kann ich das dann wieder wegmachen da. Hier. So. Mal so ein bisschen netter hier machen. Ach, jetzt habe ich den schon wieder da oben hingesetzt. Will ich nicht. Was ist das hier überhaupt? Sind das Brennnesseln? Brennnesseln? Die will doch niemand. Nee, das will ich jetzt auch nicht. Was ist das? Was ist das? Erfordert Australien-Paket Erweiterung. Ach so. Erfordert die Erweiterung. Aber schön, dass es trotzdem einem anbieten hier. hier so ein Busch. Den können wir noch hier... Tun wir den noch hier hin. Ich weiß nicht, da muss man auch, glaube ich, ein bisschen darauf achten, dass die nicht zu viele Bepflanzungen haben. Das will ich ja jetzt auch nicht. Nee, die haben noch. Die können noch richtig bepflanzt werden hier. Die haben Bock auf Pflanzen. Die sind pflanzenaffin. Nicht so viele verschiedene Sachen machen. Ich würde gerne dahinter noch irgendwo was stellen. Hier könnte man noch so ein Bäumchen hinstellen. Ich würde gerne dahinter so einen knackigen Busch. Irgendwas Knackiges. Das ist alles so. Guckt euch diese Bäume an. Die sind doch voll übertrieben. Sowas in der Richtung. Aber der ist natürlich ein bisschen... kann ich den mal so ein bisschen... Wie kann ich das runtersetzen? Wie ging das denn nochmal? Nein! Oh! Verschieben. Nee. Das gefällt mir so nicht. Wie kann ich das denn nochmal runtersetzen? Das ging doch irgendwie auch einfacher. Das ging doch nicht so schwer, oder? Einfach so dahin. Fertig aus. Habe ich die Schnauze voll. Ein Mammutblatt. Auch sehr interessant. Och. Junge, Junge, Junge. Die Bäume hier, die sind ja ganz schön buschelig. Das finde ich ganz gut. Das muss doch irgendwie auch schneller gehen, dass ich das so runter machen kann. Wie ging das denn nochmal? Hier ging es nicht. Da kann ich nur das verschieben. Oh, kann ich mal ranzoomen? Das wollte ich auch nicht. Ah! Das geht natürlich einfacher. Machen wir das mal so. Genau. Ach, jetzt habe ich ihn schon wieder ausgewählt. Den wollte ich gar nicht. Kann man hier noch so ein paar machen? Das ist natürlich easy dann. Ich will natürlich, dass die sich auch so ein bisschen verstecken können. Die nicht die ganze Zeit so unter Beobachtung stehen. So. Ich glaube, das ist ganz nett. Oder? Schreibt es mal in die Kommentare. Ist es nett? Ich glaube, ich finde es nett. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass jemand hier die Warzenschweine erforscht. Weil die haben hier immer noch keine Lebensqualität, weil die keine Futterbeschäftigung haben. Und das finde ich nicht so schön, wenn ich ehrlich bin. Und wir haben einfach schon 20.000 Euro ausgegeben für... Nix. Für Warzenschweine. Ich weiß nicht, das finde ich irgendwie wild. Einrichtung. Getränkestand. Sowas haben wir zum Beispiel auch noch gar nicht, ne? Wir haben noch keinen einzigen Getränk. Guck mal, was der kostet, so ein Getränkestand. Müssten vielleicht auch mal eine Toilette haben und sowas. Aber der Pack läuft. Ich guck mal eben gerade, was nehmen wir denn an Eintritt? Kann ich das auch mal eben sehen? Finanzen. Da. Erwachsene 3 und Kinder 3. Tut mir leid, aber da muss man ein bisschen die Preise erhöhen. Ne? Wir haben jetzt auch einen Warzenschwein. Muss man auch mal so sehen. Also bei uns kann man jetzt schon einiges erleben. Deswegen würde ich sagen, Erwachsene können mal 4 geben.
ne? Immer langsam die Preise erhöhen. Der Preis für das Ticket ist so, ist einfach klasse. Ja, das denke ich mir nämlich auch. Immer langsam die Preise erhöhen, damit es nicht so auffällig ist. So, hier wird noch nicht gefüttert. Warum auch immer dieser Mann nicht die Tiere füttert. Aber sie scheinen sich gerade ganz wohl zu fühlen. Lebensqualität ist immer noch schlecht. Ich rufe mal einen Tierpfleger. Damit er hier mal, ihr wisst schon, mal ein bisschen irgendwie füttert oder so. Ich weiß es ja nicht. Ich weiß ja nicht, was mit ihm abgeht. Genetik, Größe. Warum sagen die Größe ist 33% Lebenserwartung? Ach, Größe von den Tieren oder was? Oh, struppige Behaarung. Schön. Husnia. Hat einfach eine 1-Sterne-Bewertung, dieses Tier. Okay. Also ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen forschen. Aber ja, wir sind wieder im Game, liebe Freunde, mit Planet Zoo. Ich werde vielleicht mal so ein bisschen rumprobieren offline und das mal so ein bisschen üben, weil es doch schwieriger ist als gedacht. Ich hatte das gar nicht mehr so schwer auf dem Schirm. Aber das kriegen wir schon hin. Ich bin da ganz guter Dinge. Der Inspektor kommt in 5 Monaten. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wenn ihr ein paar gute Tipps für mich habt, wie ich etwas besser machen kann oder allgemein, wie ich es hier besser machen kann. Also das, weil das hier so mit dem Preis, also und wir sind im roten Bereich, das läuft noch nicht so ganz. Also schreibt es mal gerne rein, falls ihr gute Tipps habt. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag und ich sage bis demnächst, haut da rein, tschüss!